Hallo und herzlich willkommen zu meinem Espresso-TV. Heute sehe ich ein bisschen aus wie Ayman Abdallah von ProSieben. Weiß ich nicht, aber kam mir gerade so in den Sinn. Eines meiner Lieblingsbetätigungsfelder ist die Erforschung der eigenen Stimme. Also meiner eigenen Stimme, eurer eigenen Stimme. Was könnt ihr mit eurer Stimme tun und wie könnt ihr eure Stimme magisch einsetzen? Und heute möchte ich euch eine Übung vorstellen, die ich aus dem Buch, das ich euch ebenfalls schon mal vorgestellt habe, Bekenntnisse eines Redners, aus diesem Buch ist die Übung und die möchte ich euch heute zeigen, denn es kommt hier darauf an, ein Gefühl für die richtige Betonung in Sätzen zu finden. Denn manchmal kann es sein, dass Menschen, die eigentlich eine schöne und angenehme Stimme haben, durch die Art der Betonung missverstanden werden, beziehungsweise irgendetwas in den Zuhörern dann sagt, das hört sich komisch an. Deshalb diese kleine Übung aus dem Buch Bekenntnisse eines Redners. Ich glaube, dass alle Menschen das Recht haben zu lachen. Ich glaube, dass alle Menschen das Recht haben zu lachen. Lest den Satz einfach mal vor und zwar mit der Betonung auf Ich. Einmal das Ganze durch, dann auf Glaube, dann auf Das und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass alle Menschen das Recht haben zu lachen. Ich glaube, dass alle Menschen das Recht haben zu lachen. Ich glaube, dass alle Menschen das Recht haben zu lachen und so weiter und so weiter. Ich habe das jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt und das heißt nicht unbedingt, dass Betonung lauter sein muss, sondern einfach das Wort betont wird. Und ihr merkt schon, ihr könnt damit sehr gut üben, ein Gefühl für Betonung und für Lautstärke zu bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und ihr wisst ja, Übung macht den Meister. Viel Spaß und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns morgen an genau dieser Stelle wieder. Bis dahin, tschüss.